wie es bei jeder Volksabstimmung, bei jedem Referendum, bei jedem Mitentscheid durch die Bürger auch gemacht wird, so hat auch damals 2016 das Land Südtirol eine Broschüre herausgegeben, wo sie klar aufgezeigt hat, was passiert, wenn das Nein gewinnt und was passiert, wenn das Ja gewinnt. Bei den Gründen bzw. bei den Auswirkungen des Neins steht da in dieser offiziellen Broschüre des Landes, und ich zitiere hier: Der Sieg des Nein am 12. Juni wird den Flughafen nicht dem Staat oder Privaten ausliefern, sondern wird ihn dem Land und vor allem den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben. Und man kann also nicht die Bürger zu etwas befragen, ihnen falsche Auswirkungen dazu beilegen, indem man sagt, sollte das Nein gewinnen, werden wir ihn eben nicht an Private ausliefern, werden wir nicht sozusagen die Kontrolle über den Flughafen verlieren. Und jetzt, 3 Jahre später, macht man genau das. Wir Freiheitliche sind große Befürworter der direkten Demokratie, und wir sehen, dass gerade mit solchen Aktionen, mit solchen unsauberen Broschüren bzw. mit falschen Fakten, die hier mittransportiert werden, dass wir hier wirklich der direkten Demokratie keinen Nutzen bringen, sondern dass man das Instrument beschädigt.